Manchmal wird's mir hier unten zu eng. Deshalb muss ich heute hier rauf. Herrlich ist diese Weite hier. Vom einen Ende des Horizonts bis zum anderen sind es hunderte Kilometer. Das ist ein Kontrast zur Enge, die ich manchmal unten im Alltag erlebe. Zum Beispiel, wenn ich dauernd konzentriert bin auf ein Problem und nicht den weiten Blick habe auf die vielen Lösungsmöglichkeiten. Oder wenn ich dauernd engstirnig um einen Fehler von mir kreise, eine Schuld von mir und mir immer Vorwürfe mache. Warum hast du das gemacht? Jetzt ist es zu spät. Ich habe erfahren, dass ich da immer wieder weite von diesen engen Konzentrationen, zum Beispiel auf einen Fehler von mir, weite finden kann. Zum Beispiel, wenn ich mich bemühe, meine Schuld wieder gut zu machen. Und ich merke, dass mir auch Gott hilft, meine Schuld zu bewältigen. Ich glaube, dass Gott uns Jesus geschickt hat und ich glaube, dass Jesus so mächtig ist, dass er uns und mir die Schuld, meine Sünde wegnehmen kann, ablösen kann und sie so weit wegbringen kann, dass sie nicht mehr da ist, nicht mehr existiert. Und ich denke da an ein biblisches Lied, das lautet so: So weit der Sonnenaufgang entfernt ist vom Sonnenuntergang, so weit entfernst du, Gott, die Schuld von uns.